Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 62, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend rechtsfehlerhaftes Atommoratorium, sich widersprechende Aussagen von Ministerpräsident Bouffier und Bundeskanzlerin Merkel. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 83, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Respekt vor der Arbeit eines laufenden Untersuchungsausschusses, Drucksache 19-2692. Der vorhergehend aufgerufene Punkt ist die Drucksache 19-2650. Eine Wortmeldung liegt mir vor, zunächst von Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit dem letzten Jahr beschäftigen wir uns in einem Untersuchungsausschuss des Landtages mit den Umständen des sogenannten Atommoratoriums und seiner Umsetzung in Hessen. Denn RWE klagt gegen das Land und will sich die Stilllegung des AKW Biblis versilbern lassen auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich will eingangs sagen, dass ich gerade angesichts der Tatsache, dass die Atomkonzerne jahrzehntelang Milliardengewinne eingefahren haben und staatlich subventioniert wurden und sich jetzt noch dazu kommt, dass sie sich vor den Folgekosten drücken, halte ich es für eine absolute Frechheit, dass RWE für die Abschaltung ihres Schrottreaktors auch noch eine Viertelmilliarde Euro haben will. Aber leider haben die schwarz-gelben Regierungen in Bund und Land genau diesen Klagen Tür und Tor geöffnet durch das rechtswidrige Moratorium. Das war geradezu eine Einladung an die Betreiber, zu klagen. Und warum dieser Weg trotz der vielen Warnungen auch aus den Ministerien so umgesetzt wurde, das versucht der Untersuchungsausschuss zu klären und auch, welche Absprachen es zu dieser Frage zwischen Bund und Ländern gab. Wir hatten ja als LINKE schon im letzten Jahr vorgeschlagen, dass wir die Bundeskanzlerin zu dem Thema befragen, dass sie als Zeugin aussagt im Untersuchungsausschuss. Wir freuen uns sehr, dass die anderen Fraktionen diesem Vorschlag auch gefolgt sind. Denn Frau Merkel war natürlich eine der Hauptakteurinnen. Zudem gibt es eklatante Widersprüche zwischen dem damaligen Bundesumweltminister Röttgen auf der einen Seite und Ministerpräsident Bouffier und der damaligen hessischen Umweltministerin Puttrich auf der anderen Seite. Diese Widersprüche haben sich aufgetan zur Frage, was zwischen Land und Bund tatsächlich vereinbart wurde. Deswegen hielten wir es dringend erforderlich, dass man dazu auch die Kanzlerin befragt, um diese Widersprüche zu klären. Was wir erlebt haben und dies die ganzen letzten Jahre schon durchzieht, ist, wie sich die CDU in Bund und Land gegenseitig die Schuld zuschieben, ein ziemlich unwürdiges Schauspiel, gerade angesichts der Tatsache, dass es hier eben um sehr, sehr viel Geld geht. Zur Erinnerung, was geschah vor fünf Jahren? Im Oktober 2010 kassierte die Koalition aus CDU, CSU und FDP den Atomausstieg und beschloss die sogenannten Laufzeitverlängerungen. Es sind damals Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen gegen die Laufzeitverlängerungen. Das hat Schwarz-Gelb nicht weiter erschüttert. Interessanterweise auch die Menschen nicht, die heute gegen Windräder kämpfen und da dauernd von gesellschaftlicher Akzeptanz reden. Schwarz-Gelb hat die Wünsche der Atomlobby erfüllt. Und dann kam alles anders, nämlich am 11. März 2011 ereignete sich das schwere Erdbeben in Japan und der darauffolgende Tsunami. Und neben einer großen humanitären Katastrophe kam es eben auch zu Unfällen in japanischen Atomkraftwerken, insbesondere am Standort Fukushima. Die öffentliche Stimmung kippte damals bis ins bürgerliche Lager hinein. Es stand auch Landtagswahlen an, unter anderem in Baden-Württemberg. Aufgrund dieses Druckes hat dann die Bundeskanzlerin am 14. März erklärt, dass die Laufzeitverlängerungen für die deutschen Atomkraftwerke ausgesetzt werden sollten. Das heißt also, man hat davor zurückgeschreckt, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und die Laufzeitverlängerung wirklich anzufassen, sondern das sogenannte Atommoratorium war geboren, was von Anfang an klar war, dass das nicht der rechtssichere Weg ist, sondern eben wirklich Tür und Tor für Klagen öffnet. Davor haben wir von Anfang an gewarnt, davor hat die ganze damalige Opposition von Anfang an gewarnt und auch viele, viele Experten. Trotzdem ist man diesen Weg gegangen. Es wäre natürlich in der damaligen Situation möglich gewesen, einen rechtssicheren Weg zu gehen und ein Abschaltgesetz zu machen. Kurz davor. Applaus
Relativ kurz davor gab es die Bankenrettung, wo es möglich war, innerhalb von 3 Tagen ein Gesetz durch den Bundestag zu bringen. Damals hätte es natürlich auch die gesellschaftliche Stimmung und auch die Bereitschaft gegeben, ein solches Gesetz zu machen. Und namhafte Juristen wie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier, aber auch der Bundestagspräsident Lammert, all sie haben gewarnt vor diesem Vorgehen und gesagt, das ist kein rechtssicherer Weg und dass es eben die Klagen nach sich ziehen kann. Keiner der Beteiligten hörte darauf. Und die Kanzlerin erklärte im Untersuchungsausschuss allen Ernstes, sie habe all diese Stimmen nicht vernommen. Und sie könne sich auch an die Medienberichte, die es zahlreich gab in diesen Tagen, nicht erinnern, wo das in irgendeiner Form problematisiert worden wäre. Also ich finde, eine Kanzlerin, die in einer solchen Woche weder auf Experten hört noch Medienberichte liest, finde ich, zeichnet auch ein sehr trauriges Bild von ihrer Verantwortungsbewusstsein. Die Kanzlerin hat die Ministerpräsidenten der Länder mit Atomkraftwerken nach Berlin eingeladen. Damals sollte die Umsetzung des Moratoriums besprochen werden. Damals hat man sich dann darauf geeinigt, dass es eben in Form eines atomrechtlichen Verwaltungsverfahrens geschehen soll. Dass niemandem dieser Weg damals rechtlich wirklich geheuer war, zeigt sich an dem Schwarze-Peter-Spiel, das kurz danach eigentlich schon begonnen hat, nämlich dass der Bund versucht hat, die Verantwortung auf die Länder abzuschieben. Die Länder haben versucht, es auf den Bund abzuschieben, angesichts von möglichen Schadensersatzforderungen seitens der Konzerne. Die Frage ist natürlich, wurde in Berlin über die rechtssichere Ausgestaltung des Moratoriums gesprochen, und wenn ja, was? Welche Vereinbarungen wurden getroffen? Der MP hat vor dem Untersuchungsausschuss gesagt, der Bund sei verantwortlich, und die Kanzlerin habe den Ländern eine Haftungsfreistellung zugesagt, also dass eventuelle Schadensersatzforderungen nicht von den Ländern zu begleichen wären. Und wir wollten wissen, ob diese Aussage des CDU-Ministerpräsidenten und stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, was die Kanzlerin zu dieser Aussage ihres Stellvertreters sagt. Und deshalb waren wir im Kanzleramt, um uns die Version von Bundeskanzlerin Merkel anzuhören. Und wir haben sie natürlich auch gefragt nach der rechtlichen Grundlage. Und nun ist es ja so, dass Frau Merkel auf der Pressekonferenz, nachdem das Moratorium vereinbart wurde, wo ja schon Journalisten nachgefragt haben, ob denn das Thema Schadensersatzforderungen und das Thema Rechtsgrundlage, ob das eine Rolle gespielt hätte, sagte ja Frau Merkel den sehr denkwürdigen Satz, Zitat, ich gehe davon aus, dass die rechtliche Grundlage eine rechtliche Grundlage ist. Von uns als Untersuchungsausschuss danach gefragt, ob sie denn überhaupt keine Gedanken sich gemacht hat über die Frage von Schadensersatzforderungen, meinte sie sinngemäß, sie kann sich daran nicht erinnern, ob ihr bekannt war, dass mit rechtlichen Schritten gedroht worden wäre, stand damals in allen Zeitungen, und fügte hinzu, aber die Atomkonzerne haben ja eh dauernd mit rechtlichen Schritten gedroht. Was ich ja ehrlich gesagt einen Grund mehr finde, eine rechtssichere Lösung hinzukriegen und nicht entgegen dem Rat aller Experten genau das Gegenteil zu tun. Überhaupt muss man sagen, dass die Erinnerung der Kanzlerin erstaunlich schlecht war. Auf viele Fragen hatte Frau Merkel leider keine Antwort, sondern massive Erinnerungslücken. Ich finde es schon bedenklich, dass bei einem solchen Treffen, wo so weitreichende Entscheidungen mit vielleicht auch sehr teuren Folgekosten getroffen werden, es gibt kein Protokoll, es gibt keine Vereinbarung, es gibt gar nichts, es gibt nur einfach irgendwelche Erinnerungen, die auch noch in unterschiedliche Richtungen gehen. Rechtlage äußert, trotz aller Gedächtnisschwäche, hat sich aber zu der Frage, ob der hessische Ministerpräsident mit seiner Darstellung recht hat, der ja gesagt hat, dass Merkel den Ländern zugesichert hätte, man würde die Länder nicht im Regen stehen lassen und dass sie auf Verlangen der Länder eine Haftungsfreistellung zugesagt hätte. Und da hat Merkel ihrem Parteifreund Volker Bouffier aber doch, um es bei dem Bild zu bleiben, eher im Regen stehen lassen und sehr deutlich gesagt, dass mögliche Schadensersatzforderungen kein Gegenstand der Gespräche gewesen seien und dass es gar keine Zusagen von Bund in dieser Hinsicht gegeben hätte. Nun haben wir die Situation, der Ministerpräsident sagt das eine, die Kanzlerin das andere. Nur einer kann die Wahrheit sagen. Ich finde, bei so eklatanten Widersprüchen zwischen Kanzlerin und Ministerpräsident ist es schon notwendig, dass sich der Landtag mit dieser Frage auch beschäftigt. Da ist es ja sehr schön, sehr interessant, was Herr Bellino, wie Herr Bellino versucht hat, das vor der Presse zu retten. Er sagte ja, die Kanzlerin habe Bouffier nicht widersprochen, sondern sich nur nicht an die Zusage erinnern können.
Ich meine, so haben Sie es in die Tagesschau geschafft, die übrigens Ihren O-Ton wertete und einleitete als sehr eigenwillige Interpretation der hessischen CDU. Eigenwillig sind Sie, das spricht Ihnen keiner ab. Das Ärgerliche daran ist, dass es ganz ehrlich dem Steuerzahler relativ egal sein kann, wer am Ende schuld ist, ob Land oder Bund, weil am Ende sind es immer die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die für den Schaden aufkommen. Und dass bei einem Treffen, an dem eigentlich nur CDU-Politiker teilnehmen, mit Ausnahme von Herrn Brüderle, weil nur CDU-Ministerpräsidenten damals in den AKW-Ländern waren und die Bundesregierung, und dass bei diesem Treffen laut Aussage der Kanzlerin das Thema bevorstehende Landtagswahl, Wahlkampf, Stimmung überhaupt gar keine Rolle gespielt haben soll, ist also auch nur so semi-glaubwürdig, würde ich sagen, dass das Regierungshandeln überhaupt nicht beeinflusst haben sollte. Und ich finde, das ganze Bild, was alle Beteiligten in diesem anderthalb Jahren Untersuchungsausschuss abgeben, das muss ich schon sagen, das ist wirklich verheerend. Und man hat so das Gefühl, das ist die organisierte Verantwortungslosigkeit, was sich hier vor einem ausbreitet. Da wurden die warnenden Stimmen von Mitarbeitern aus Ministerien wurden einfach ignoriert. Da wurden Beamte von ihren Aufgaben entbunden und von ihrer Verantwortung entbunden, wenn sie sich kritisch geäußert haben. Die Atomaufsicht wurde faktisch ausgeschaltet. Also, das sind wirklich Zustände, wo man wirklich sagt, das ist der Gipfel eines Jahrzehntes. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist deutlich abgelaufen. Ich darf Sie bitten, zum Ende zu kommen. Ich komme zum Schluss. Deshalb haben wir das hier in den Landtag eingebracht. Ich finde es schade, dass Schwarz-Grün das nicht gefällt. Das haben Sie ja in Ihrem Antrag geschrieben. Das war ja einmal ein Herzensthema der GRÜNEN, immerhin das Thema AKW. Ich finde es bedauerlich, dass der Ministerpräsident nicht hier ist, weil wir natürlich das auch gemacht haben, um dem Ministerpräsidenten noch einmal die Möglichkeit zu geben, hier Stellung zu beziehen zu diesen eklatanten Widersprüchen. Und ich befürchte, Frau Hinz ist am Ende diejenige, die den ganzen Atommüll ihrer Vorgängerregierung dann wieder wegräumen muss. Aber ich hoffe, dass die GRÜNEN hier auch durch. Frau Kollegin. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Kaufmann für die Fraktion Die Grünen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kollegin Wissler, als erstes einmal ganz klar vorweg. Wir haben ein intensives Interesse an der Aufklärung, und zwar alle in dem Ausschuss. Und wir haben bisher massiv auch Aufklärung gemeinsam betrieben. Allein ein Beweis dafür ist, dass wir alle Verfahrensbeschlüsse über ja, jetzt fast anderthalb Jahre einvernehmlich gefasst haben und auch den Besuch in Berlin, das heißt die Vernehmung der Bundeskanzlerin, ja am Ende auch gemeinsam vereinbart hatten aufgrund eines Antrags der SPD, an dem wir noch dann gearbeitet haben zusammen. Insoweit denke ich, ist das Ziel der gemeinsamen Aufklärung eindeutig. Das Zweite, was denke ich eingangs festzuhalten ist, verehrte Kollegin Wissler, ich kann es verstehen. Sie haben einen schönen Bericht von einer Reise nach Berlin hier abgegeben. Man hört auch gerne zu. Alle, die dabei waren, erinnern die eine oder andere Detailfrage. Nur, das ist leider, sage ich mal aus unserer Sicht, noch nicht eine sinnvolle Bewertung der Sachzusammenhänge, weil wir stecken nach wie vor mitten in der Beweisaufnahme. Wir haben die Beweisaufnahme noch nicht abgeschlossen und demzufolge Entschuldigung, finde ich es ein bisschen früh, jetzt schon Ergebnisse daraus zu ziehen. Das kann man natürlich machen, aber dann könnte es sein, dass andere Gründe im Vordergrund stehen, warum man das tut, und nicht die Sachaufklärung an erster Stelle. Wir haben ja gerade bei dem Untersuchungsausschuss, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir im Plenum hier während der Beweisaufnahme schon darüber reden. Es war im Februar dieses Jahres, da war es ein Antrag der SPD, wo auch bereits sagen wir mal, Schlussfolgerungen gezogen werden sollten. Und heute Ihrerseits bestimmte Schlussfolgerungen, die will ich im Augenblick, weil die Beweisaufnahme und insbesondere die Würdigung der einzelnen Zeugenaussagen noch gar nicht abgeschlossen sein kann, jetzt überhaupt nicht bewerten. Nur ich denke, wir sollten sie am Ende gemeinsam treffen in einem Abschlussbericht. Gegebenenfalls wird es dann bei der Bewertung dessen, was wir gemeinsam erlebt haben, möglicherweise
Unterschiede haben. Und Sie haben in Ihrem Antrag ja auch, das wurde von Ihnen ja eben gerade auch noch einmal wiederholt, durchaus eine Spekulation reingeschrieben, nämlich eine rechtssichere Regelung wäre mit einem Bundesgesetz möglich gewesen, haben Sie gerade gesagt. Schöne Prognose dessen, was das Bundesverfassungsgericht in absehbarer Zeit möglicherweise entscheiden wird. Denn genau die Frage, ob der rechtssichere Ausstieg gegeben ist, Stichwort 13. Novelle zum Atomgesetz, die ist ja leider aus unserer inhaltlich-politischen Sicht auch strittig. Und von daher sollte man mit Schlussfolgerungen und apodiktischen Sätzen in einem solchen Zusammenhang eher ein bisschen vorsichtig sein aus unserer Sicht. Und vor allem, ich will auch noch einmal kurz auf die Ereignisse sozusagen zurückschauen in die berühmte Woche im März des Jahres 2011, beginnend an dem Freitag, wo die Katastrophe in Japan geschah, und dann in den Folgetagen, die wir ja im Hauptgegenstand unserer Untersuchung haben. In dieser Woche hat auch dann an dem Folgefreitag am 18. März eine Sitzung des Umweltausschusses stattgefunden. Und Frau Kollegin Wissler, Sie sollten sich auch noch daran erinnern, dass Sie eine von denjenigen waren, die quasi inquisitorisch die Ministerin befragt haben, warum das alles so lange dauere und warum die Verfügung noch nicht längst draußen sei. Ich darf aus dem, es war eine öffentliche Sitzung, darf aus dem Protokoll zitieren. Wissler fragt, warum hat sich das Ministerium erst heute in der Lage gesehen, eine solche Verfügung zu erlassen? Das ist in anderen Bundesländern zum Teil schon am Dienstag passiert. Da sind erste AKWs in Baden-Württemberg bereits vom Netz gegangen. Warum hat die Regierung bis heute gewartet? Heute erklären Sie uns aber und in Ihrem Antrag auch, dass das der völlig falsche Weg gewesen sei, den Sie sozusagen am 18. März 2011 noch beschleunigen wollten. Ich stelle das nur in den Raum, weil ich damit deutlich machen will, dass man vielleicht doch etwas sorgfältiger bei der Bewertung sein sollte. Und wenn Sie jetzt Widersprüche in Aussagen feststellen, Widersprüche zwischen z.B. der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten, dann frage ich, sehen Sie nicht bei Ihren eigenen Aussagen zwischen damals und heute auch erhebliche Widersprüche? Und insoweit würde ich dazu raten, immer im Sinne des Aufklärens, und zwar des vollständigen Aufklärens, dass wir erst dann, wenn wir sorgfältig die Arbeit beendet haben, unsere abschließenden Bewertungen treffen. Meine Damen und Herren, ich möchte aber die Gelegenheit, dass das hier wieder auf der Tagesordnung steht, durchaus benutzen, die Dinge, die den Grünen, die uns wichtig sind, noch einmal deutlich zu unterstreichen. Das Erste ist, es ist gut und richtig, dass wir in Hessen jetzt bereits und in Deutschland absehbar bis zum Jahr 2022 unseren Strom nicht mehr mit Atomkraft erzeugen, dass also die unverantwortliche und unbeherrschbare und bis uns heute lebende und viele nachfolgende Generationen noch weiterhin belastende Technologie endlich ein Ende hat. Und ich erinnere daran, das war schon immer eines der wichtigsten politischen Ziele der GRÜNEN. Und deswegen sind wir froh, dass wir es jetzt erreicht haben, auch wenn ich deutlich unterstreiche, und das habe ich auch gegenüber der Bundeskanzlerin in Berlin gesagt, wir hätten Fukushima nicht gebraucht. Wir wussten es vorher schon und haben es auch immer und immer gesagt, dass es unverantwortlich ist, weil uns wurde ja dort gesagt, und das ist, was die gesamtpolitische Szene in Deutschland angeht, ja nicht zu bestreiten, dass natürlich die Ereignisse aus Fukushima, sagen wir mal, zu einer anderen Beurteilung oder zu einem anderen Blickwinkel bei vielen beigetragen haben. Und ich sage aus unserer Sicht, Gott sei Dank, denn endlich konnte der Atomausstieg jetzt im Konsens oder in sehr breiten Übereinstimmung zumindest durchgesetzt werden und wird hoffentlich, nein, da bin ich jetzt ziemlich sicher, nicht noch einmal wieder zurückgenommen. Denn der zweite Punkt ist doch in der Tat, das sprachen Sie auch schon an, dass das Gesetz vom 22. April 2002, das berühmte Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität, also der sozusagen Atomausstieg der rot-grünen Bundesregierung und Bundestagsmehrheit damals, das war ganz eindeutig und unstrittigerweise ein rechtssicherer Atomausstieg, weil er auch mit der Atomindustrie vorher, und da gab es viel, viel Kritik drüber, weil er vorher so verabredet und vereinbart war.
Dieser Atomausstieg ist nun leider, wieder zurückgenommen worden. Deswegen habe ich auch mitgebracht, hier, um Ihnen drei Sätze vorzulesen, den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und FDP zu einem Gesetz zur Änderung, und zwar zum 11. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 28. September 2010. Das ist die berühmte Rücknahme des Ausstiegs. Da wurde argumentiert, die Laufzeit der 17 Kernkraftwerke in Deutschland wird aus den genannten Gründen, nämlich weil die Kernenergie eine Brückenfunktion haben soll und die Brücke verlängert werden sollte, um durchschnittlich 12 Jahre verlängert. Bei den Kernkraftwerken mit Beginn des Leistungsbetriebs bis einschließlich 1980, dazu gehört Biblis dazu, wird die Laufzeit um 8 Jahre verlängert, bei den jüngeren die Laufzeitverlängerung um 14 Jahre. Das ist sozusagen die wahre Quelle der Problematik. Denn wenn das nicht in der schwarz-gelben Mehrheit auf der Ebene des Bundes angekündigt gewesen wäre, wäre auch Biblis zu dem Zeitpunkt, der Fukushima betroffen hat und uns alle ereilt hat, längst nicht mehr am Netz gewesen, und eine Verlängerungsperspektive hätte es nicht gegeben. Das also muss man feststellen bei der Gesamtwürdigung. Und dann hätte auch dann kam der 11. März, das Moratorium. Und was ja ganz spannend ist, wenn man schon Geschichten aus Berlin, was wir da neu dazugelernt haben oder gehört haben, darstellen will, Moratorium, der Begriff wurde erfunden von Herrn Westerwelle. Der Begriff hatte dann erst den Inhalt, es geht nur darum, diejenigen, die von der Laufzeitverlängerung schon profitieren, stillzulegen. Das war nur eins. Und dann hat man den Begriff verändert, bei Beibehaltung des Namens Moratorium auf die ältesten Atomkraftwerke, sodass Biblis auch damit mit eingeschlossen war. Und man hat dann, und das ist sozusagen dann das Ende der Geschichte, wo Sie ja sagen, das sei der rechtssichere Weg, die 13. Novelle des Atomgesetzes in Gang gesetzt, nachdem während der Zeit des Moratoriums sowohl die Reaktorsicherheitskommission als auch eine neue für diesen Zweck errichtete Ethikkommission ihre Ergebnisse produziert haben. Das ist noch einmal eine Debatte für sich eigentlich wert, das vertieft zu betrachten. Auf jeden Fall wurde dann wiederum von derselben Mehrheit im Bundestag eingebracht, dass der Gesetzentwurf für die Änderung des Atomgesetzes, dass die Nutzung der Kernenergie zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden sei, so steht es im Vorblatt. Und das heißt, der Irrweg aus 2010 wurde 2011 dann wieder sozusagen zurückgenommen. Und das ist der Stand, von dem wir ausgehen, dass er politisch, was das Ziel angeht, die Atomkraft, die Atomenergienutzung zu sogenannten friedlichen Zwecken für die Energiegewinnung ein für alle Mal hier loszuwerden, für uns in Deutschland, für uns in Hessen haben wir es schon, und die Folgeschäden müssen noch bewältigt werden. Aber da allerletzter Satz. Ein Stück aufatmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Kaufmann. Das Wort hat für die SPD-Fraktion Herr Kollege Schmidt. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach der Vernehmung von Frau Merkel im Hessischen Untersuchungsausschuss kann man eigentlich nur ein Zwischenfazit ziehen. Und das Zwischenfazit lautet Leichtfertigkeit gebündelt mit Dilettantismus und parteipolitischer Taktik haben rechtsstaatliches Handeln ausgesetzt. Ein solches Verhalten hat damit staatliche Haftungsrisiken in dreistelliger Millionenhöhe ausgelöst. Und die Verantwortung dafür beginnt bei der Kanzlerin, setzt sich fort über den hessischen Ministerpräsident bis zu der damals zuständigen Ministerin Frau Puttrich. Das ist das nüchterne Zwischenfazit, das man ziehen kann. Meine Damen und Herren, die Vernehmung der Kanzlerin in Berlin hat ganz erhebliche Widersprüche zwischen Berlin, zwischen Hessen und dem Bund offenbart. Bis zum heutigen Tage hat aber dazu die Landesregierung nicht Stellung genommen. Und wir hätten eigentlich erwartet, dass der sonst nicht gerade pressescheue Ministerpräsident, und auch, er ist ja auch nicht scheu, Regierungserklärungen abzugeben,
die hessischen Interessen wahrnimmt und die Kanzlerin auffordert, zu dem zurückzukehren, was Herr Bouffier nach seiner Aussage im Untersuchungsausschuss behauptet hat, nämlich dass es eine Verantwortung des Bundes gibt und dass es eine Haftungszusage gegeben hat. Meine Damen und Herren, wir nehmen nicht hin, dass Aussage gegen Aussage gestellt wird und am Ende das Land die Kosten tragen soll. Das nehmen wir nicht hin. Deswegen erwarten wir von einem hessischen Ministerpräsident, und deswegen ist das auch die angemessene Art der Debatte, auch zu dem jetzigen Zeitpunkt, deswegen erwarten wir vom hessischen Ministerpräsident, dass er der Kanzlerin genau dieses klar mitteilt und eine Mithaftung einfordert. Ja, dann soll er sich endlich mal anschreiben und soll mal sagen, so war das damals, Sie haben doch eine Mithaftung erklärt und die möchten wir jetzt oder sogar die Haftung erklärt und diese Haftung dann auch einfordert. Die Kanzlerin, meine Damen und Herren, hat bis heute von der Landesregierung unwidersprochen den Ministerpräsidenten der falschen Wahrnehmung von Gesprächen auf höchster Ebene bezichtet. Und er hat sie bezichtet, und er hat die zuständige Ministerin bezichtet, gemeinsame Verabredungen falsch ausgeführt, fehlerhaft ausgeführt zu haben. Und da kann man doch eigentlich Gegenwehr von einer Landesregierung erwarten. Muss man erwarten, genau. Sonst muss man den Eindruck gewinnen, dass der Ministerpräsident in entscheidenden Dingen die Dinge nicht richtig versteht. Und anschließend dann auch noch seinen Ministern, Dr. Schäfer war betroffen, und der Ministerin, Frau Puttrich, dann auch noch mit falschen Hinweisen in die Irre führt. So, und an dieser Frage, ob der Ministerpräsident sozusagen richtig wahrnimmt oder die Bundeskanzlerin, da bedarf es in der Tat der Aufklärung. Und da hätten wir etwas erwartet von Herrn Ministerpräsidenten. Es ist schon erschütternd, wie leichtfertig die Bundeskanzlerin und ihre damaligen, übrigens Minister, gilt für Röttgen ja auch, und aber auch die CDU-Ministerpräsidenten mit dem Schadensersatzrisiko bei der vorläufigen Stilllegung der ältesten deutschen Kraftwerke umgegangen sind. Auch die SPD wollte den Ausstieg und alles, was Herr Kaufmann an dieser Stelle gesagt hat, volle Unterstützung. Wir hätten weder Fukushima gebraucht, und wir haben uns immer angesprengt, gemeinsam Rot und Grün Regelungen zu finden, die rechtsstaatlich sind und die vor allem nicht dazu führen, dass wir am Ende die Energieversorger, die Atomfirmen reich machen, meine Damen und Herren. Das war juristisch nicht immer einfach. Aber den Weg ist gegangen. Grundlage für die übereilte, rechtlich ungerechte Abschaltung war nach Aussagen der Kanzlerin ihre subjektiv veränderte Sicherheitseinschätzung der Atomkraftwerke. Und genau dieses Vorgehen, genau diese Handlung hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof mit seinem Urteil vom Februar 2013 zurückgewiesen. Denn, und der Kollege Kaufmann hat es faktisch zitiert, denn bei der Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke kurz vor den schlimmen Ereignissen in Japan hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung noch den deutschen Kernkraftwerken höchsten Sicherheitsstandard im internationalen Maßstab attestiert. So, und wer erst die Laufzeiten verlängert und dies mit dem hohen Sicherheitsstandard der deutschen AKWs begründet, wie es Frau Merkel und übrigens auch Herr Bouffier hier in Debatten getan hat, braucht sich nicht darüber zu wundern, dass Betreiber und auch Gerichte und auch die Rechtsprechung genau diese Argumentation gegen die Stilllegungsverfügung aufgreifen. Und genauso hat das Urteil ausgesehen, meine Damen und Herren. Und eines ist doch bezeichnend. Es macht doch alles deutlich. Es macht alles deutlich auf die Frage, ob die Kanzlerin vor ihrer Entscheidung oder andere in der Bundesregierung oder auch ein Ministerpräsident, die Reaktorsicherheitskommission, die ist das Fachgremium, eingeschaltet hat, befragt hat, wie schätzen Sie denn die Sicherheitslage nach Japan an? Ist die Antwort gekommen, nee, das haben wir nicht getan. Meine Damen und Herren, das ist doch klar. Also damit wird doch klar, das war eine politische Entscheidung. Es war eine politische Entscheidung. Aber die rechtlichen und die finanziellen Konsequenzen, die haben in der Tat auch wir in Hessen zu tragen. Und deswegen, darüber muss man diskutieren. Und deswegen muss man auch feststellen, die Kanzlerin handelte sicherlich vorschnell und war von aktuellen Ereignissen getrieben. Und wenn sie tatsächlich
Kollegin Wissler hat es angesprochen, wenn sie sich tatsächlich behauptet, sie hätte sich mit Schadensersatzansprüchen nicht auseinandergesetzt. Meine Damen und Herren, dann kann man nur sagen, entweder ist das unwahr oder grob fahrlässig. Beide die Alternativen sind unentschuldbar, und beides ist Dilettantismus auf höchstem Niveau. Alle Tageszeitungen haben Berichte darüber. Frau Merkel hat dann bei ihrer Vermerkung alle Fragen nach der juristischen Verantwortung vom Bund weggeschoben. Hat sie nicht für die politische Verantwortung, aber die juristischen, das hat alles, hat der Bund nichts zu tun, das haben die Länder ausgeführt. Und jetzt ist natürlich ein Streit zwischen Bund und Ländern, wer für eventuelle Schadensersatzansprüche haften muss. Und der hessische Ministerpräsident hat ja in seiner Zeugenvernehmung, das ist gerade wieder zitiert worden, davon gesprochen, es hätte eine Haftungsfreistellung durch die Kanzlerin gegeben. Und sie hätte das mit den Worten auch umschrieben, man lasse die Länder nicht im Regen stehen. All dem hat aber die Kanzlerin, das muss man jetzt nun wirklich sagen, klipp und klar widersprochen. Da gibt es überhaupt nichts zu deuten. Das hat sie klar gesagt. Wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen, und von Haftungsfreistellung ist schon gar nicht die Rede gewesen. Das ist, glaube ich, klipp und klar. Und damit hat die Kanzlerin Herrn Ministerpräsidenten Bouffier beim Ausbaden der Konsequenzen ziemlich im Regen stehen lassen. Und deswegen, Herr Bouffier steht heute da wie ein begossener Pudel. Aber wissen Sie, was das Schlimme ist? Der lässt sich das noch gefallen. Der lässt sich das gefallen und wehrt sich nicht dagegen. Warum wehrt er sich nicht dagegen? Das ist doch die entscheidende Frage. Das ist die Frage, die mich umtreibt. Und dass er die Chance auch nicht nutzt, etwas zu sagen. Der wenig pressestreue Ministerpräsident, da wird man nachdenklich an dieser Stelle. Und dann muss man halt Schlussfolgerungen ziehen. Die werden wir aber dann erst ziehen, in der Tat, wenn wir den Abschlussbericht vorlesen. Und wir dürfen übrigens nicht vergessen, es ist ja schon ein erster Schaden in Hessen eingetreten. 3 Millionen € sind schon an Anwalts- und Gerichtskosten eingetreten. Die müssen wir in Hessen zahlen. Und deswegen wollen wir heute von der Landesregierung wissen, ich weiß nicht, ob es Ihre Zuständigkeit ist, oder ob es Zuständigkeit ist von Dr. Schäfer oder ob es die Zuständigkeit des Ministerpräsidenten ist, ob Sie Ministerin Puttbrich, die damals zuständige Ministerin, und oder den Bund in Regress genommen hat für diese 3 Millionen €. Meine Damen und Herren, das ist eine ganz entscheidende Frage. Bis heute wurde der Bund anscheinend nicht verpflichtet. Anscheinend bis zum heutigen Tage wurde der Bund, alle Rhetorik, der Bund haftet mit Zusage usw. Warum dann, meine Damen und Herren, wurde bis zum heutigen Tage der Bund für diese 3 Millionen € nicht in Haftung genommen, meine Damen und Herren? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wenn das angeblich so war, wie es der Bouffier immer vorgetragen hat. Es gibt keine schriftliche Vorgabe. Und ich muss sagen, so leichtfertig, wie Frau Puttrich sich verhalten hat, gegen jeden Sachverstand, gegen die Fachabteilung, alles hat sie entschieden, auch die Frage, auf die Anhörung zu verzichten. Herr Finke, wörtlich, das war Ihre Entscheidung, die Entscheidung der Ministerin. Das ist leichtfertiges Verhalten. Das ist ein Fall von Regress, meine Damen und Herren. Da gibt es eine 3-jährige Verjährungsfrist, und wir erwarten von der Landesregierung, dass sie gegen Frau Puttrich auch ein solches Verfahren einleitet, meine Damen und Herren. Dass das alles nicht getan wird, ist symptomatisch. Kuschen und vertuschen. Kuschen und vertuschen ist anscheinend die Devise der Landesregierung dort, wo Klarheit angesagt gewesen wäre. Aber das gibt es ja nicht. Durchgehend zieht sich durch das ganze Verfahren. Man will keine Klarheit herstellen. Probleme und Risiken werden nie offen behandelt. Das ist nicht organisierte Verantwortungslosigkeit, Frau Wissler. Das ist unorganisierte Verantwortung. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Und genau dieses Verhalten ist politisch, juristisch und auch ökonomisch richtig, richtig schlimm und untragbar. Und über die richtigen sozusagen Wertungen, die werden wir uns anlässlich des Berichts des Untersuchungsausschusses hier noch einmal vorstellen. Aber das Fazit lautet wirklich dramatisch. Die können es nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Ich sage das jetzt nicht zu Herrn Schmidt, sondern zu den 3 Vorrednern, die sehr großzügig die Redezeit ausgenutzt haben. Ich wäre froh, wenn wir uns darauf verständigen könnten, wieder etwas enger an den Vorgaben zu bleiben. Ansonsten müsste ich das anderweitig durchsetzen. Herr Kollege Bellino, Sie haben als Nächster das Wort und führen uns jetzt sicher vor, dass man mit 10 Minuten auskommen kann.
Wiedergutmachung. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Ministerpräsident wurde mehrfach angesprochen. Es wurde zunächst einmal kritisch hinterfragt, warum er nicht da ist. Ich darauf hinweisen, dass er entschuldigt ist, Frau Kollegin Wiesler. Der vietnamesische Staatspräsident ist im Hause, und deshalb, denke ich mal, hat auch der Ministerpräsident dort seine Aufgaben wahrzunehmen. Und wenn wir im Ablauf des Tagesordnungspunktes vorher gewesen wären, hätte man hier auch mit Sicherheit mit ihm rechnen können. Was bedeutsamer ist, er habe sich nicht geäußert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ministerpräsident äußert sich oft, und er äußert sich immer richtig und klug. Und er hat auch dort, wo es nämlich hingehört, nämlich im Untersuchungsausschuss, Rede und Antwort gestanden und in der Tat dargelegt, wie er das damals in Erinnerung hat und was ihm in diesen ereignisreichen Tagen, mit denen keiner rechnen konnte, abgelaufen ist. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir erleben jetzt den zweiten Setzpunkt, der sich mit einem laufenden Untersuchungsausschuss auseinandersetzt. Das ist zumindest einmal ein ungewöhnliches Verfahren und ein Verfahren, das meines Erachtens auch nicht gerade von Respekt zeugt. Das Verfahren zeigt aber, dass der Opposition trotz der Haushaltsplanberatung anscheinend die Themen ausgegangen sind. Denn wir haben ja auch überhaupt nichts Neues gehört. Nur so, meine Damen und Herren, ist es doch zu erklären, dass dieser Setzpunkt jetzt kommt. Dass dieser Setzpunkt jetzt kommt, wo doch der UNA quasi im Landeanflug ist, also wo wir bald die Schlussdebatte an dieser Stelle führen werden. Der Kollege Schmidt hat ja darauf hingewiesen, dass wir uns dann natürlich inhaltlich auch mit dem Ausschuss, mit den Ergebnissen, die jeder zieht, auseinandersetzt. Und andererseits ist die Beweisaufnahme noch nicht abgeschlossen. Ein respektvoller Umgang mit den im Ausschuss vernommenen Zeugen, die bisher noch nicht aus dem Zeugenstand entlassen worden sind, verbietet es eigentlich, bereits heute schon inhaltliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn ich nun doch einige inhaltliche Anmerkungen mache, dann auch deswegen, weil die bisherigen Ausführungen der Opposition einem quasi zwingen, hier entsprechend einiges klarzustellen. Wir erinnern uns, im März 2011 kam es in Japan zu einem Erdbeben und einem Tsunami bisher unbekannten Ausmaßes. Wegen des Ausfalls der Kühlsysteme in einem japanischen Kernkraftwerk kam es zu einem bisher in einem Hochtechnologieland nicht für möglich gehaltenen Versagen der Sicherungssysteme und in der Folge zu einer Kernschmelze. Herr Gremmels, melden Sie sich doch einmal zu Wort. Melden Sie sich zu Wort, dann kann man Sie auch besser verstehen, zumindest akustisch, inhaltlich wahrscheinlich sowieso nicht. Nach diesen Ereignissen wollten alle in Deutschland sofort raus aus der Kernenergie. Und manche, die über Nacht besonders schnell aussteigen wollten, wissen heute noch nicht, wo sie dafür einsteigen wollen. Die Energiewende, also der Ausstieg aus der Kernenergie, sollte beschleunigt werden. Manchen ging es damals nicht schnell genug. Im ersten Schritt beschloss die Bundesregierung, dass vor dem Hintergrund dieser bisher nicht für möglich gehaltenen Vorkommnisse alle Kernkraftwerke zu überprüfen sind und die 7 ältesten Kernkraftwerke hierzu sogar zunächst vorübergehend abgeschaltet werden sollten. Dieses Verfahren, meine sehr geehrten Damen und Herren, fand breiteste Zustimmung in der Bevölkerung, in den Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag. Und es ging nicht, wie hier dargestellt, um irgendeine Landtagswahl. In Hessen gab es übrigens zu diesem Zeitpunkt keine Landtagswahl. Es ging um die Sicherheit, es ging um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Heute versuchen Einzelne, den Eindruck zu erwecken, das Ganze sei zu schnell, zu unüberlegt vollzogen worden. Manche versteigen sich sogar zu der These, es sei gemauschelt worden. Man habe bewusst Fehler im Verfahren gemacht, um den Unternehmen Schadenersatzansprüche zu ermöglichen. Das ist unverschämt, meine Damen und Herren. Als diese Vorwürfe von allen Seiten ausgeräumt werden konnten, gab es noch nicht einmal eine Entschuldigung. Blamabel. Blamabel von der SPD und auch von Ihnen, Herr Gremmels. Wieder andere verweisen auf die meines Erachtens überzogene und unbegründete Klage der Energieversorger und tun so, auch Frau Wiesler, als ob Schadenersatzansprüche bereits gerichtlich feststehen und dass es sich hierbei um ein rein hessisches Problem handele. Weit gefehlt. Beides ist falsch. Können Sie mal wissen, wenn ich die Zeit einhalten soll? Wäre schön. Ich denke, der Redner fühlt sich in einem Maße gestört, dass ich bitte, etwas ruhiger zu sein. Weit gefehlt, meine Damen und Herren, beides ist falsch. Die Fakten sagen etwas ganz anderes. Erstens. Hessen hat keinen Alleingang unternommen, sondern hat im Verbund mit den anderen Bundesländern und im Auftrag des Bundes entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Keines der betroffenen Bundesländer hat bezüglich der Stilllegungsverfügung eine Anhörung durchgeführt. Auf diese Anhörung wurde auch nicht leichtfertig verzichtet, sondern der Verzicht war das Ergebnis einer Abwägung, an der Fachleute aus den Ministerien und externe Gutachter beteiligt waren. Zweitens, denjenigen, denen heute plötzlich alles zu schnell gegangen ist und die auf ein Bundesgesetz verweisen, mit dem alles angeblich rechtssicher gewesen wäre, ging es doch damals nicht schnell genug. Es ging doch nicht schnell genug. Und auch die nachgelagerte bundesgesetzliche Regelung, die logischerweise einige Monate in Anspruch nahm, wird zurzeit beklagt. Und ich frage Sie, was hätten Sie denn hier im Hessischen Landtag veranstaltet, wenn wir damals weiter abgewartet hätten? Drittens. Mehrere Zeugen haben in den vergangenen Monaten bestätigt, dass die Länder im Auftrag des Bundes gehandelt haben. Jawohl. Wir wissen doch aus den Sitzungen, aber auch aus den Medienberichten von damals, dass die Entscheidung in Berlin beschlossen und auch verkündet wurde, bevor die Ministerpräsidenten am 15. März sich in Berlin mit der Bundesregierung zusammenfanden. Wir haben es doch mehrfach gehört und in den Vermerken und dem Schriftverkehr nachlesen können. Der Bund gab die Rechtsgrundlage vor. Er benannte die stillzulegenden Kernkraftwerke. Er formulierte die Begründung für die Stilllegungsverfügungen und pochte auf einen einheitlichen Vollzug. Der Bund gab das Wer, Was, Wann und Wie vor. Stilllegung der ältesten Kernkraftwerke, Moratorium der Laufzeitverlängerung, einheitliche Begründung, einheitliches Verfahren und dies sofort. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist auch logisch. Es geht auch schließlich nicht um die Frage, ob eine Umgehungsstraße mit Bundes- oder Landesmitteln finanziert wird oder ob ein Bundesprogramm für diese oder eine andere Maßnahme, kommunale Maßnahme, verwendet werden kann. Nein, es ging und geht um den grundlegenden Wandel. Herr Kollege, einen kleinen Moment bitte. Ich muss sagen, es wird jetzt langsam wirklich quer durchs Haus, und zwar quer durchs Haus. In einer Art und Weise unruhig, dass keiner mehr vernünftig der Debatte folgen kann. Ich bitte um etwas mehr Konzentration. Es ging und geht um einen grundlegenden Wandel der Energiepolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Das kann kein Bundesland im Alleingang entscheiden. Es ging und geht um die Energiewende in Deutschland. Das kann kein Bundesland alleine stemmen. Und viertens. Es ist doch fraglich, ob überhaupt Schadenersatzansprüche festzustellen sind. Die Stilllegungsverfügung kam nicht überraschend. Es wurde doch damals in den Medien über fast nichts anderes berichtet als über das große Unglück in Japan und die Konsequenzen. RWE hat vor der Stilllegungsverfügung klar gesagt, dass sie alles machen werden, was die Politik wünscht. Man äußerte sich medienwirksam schon frühzeitig und signalisierte volle Kooperationsbereitschaft und bereitete die notwendigen Schritte für eine Stilllegung vor. Zu keinem Zeitpunkt wurden rechtliche Bedenken geäußert. Und die EVUs, meine Damen und Herren, wurden doch nicht lahmgelegt. Sie haben in der Folgezeit anderen Strom verkauft, damit Erlöse erzielt. Der Strompreis ist sogar gestiegen. Und in Hessen hat RWE selbst entschieden, die Stromproduktion in Biblis nicht wieder aufzunehmen. Und teilweise hätten sie es auch gar nicht gekonnt. Aus eigenem Verschulden hätte Biblis B damals in der Revision erst Anfang 2012 wieder ans Netz gehen können. Und die technisch bedingten Nachrüstungskosten beider Blöcke wären höher gewesen als jetzt in Rede stehenden 235 Millionen €. Und diese Nachrüstung, von der ich eben sprach, hat nichts mit Fukushima zu tun. Die Aufgaben standen vorher schon an. Und jeder, meine Damen und Herren, kennt es doch aus dem eigenen Haushalt. Wenn ein Schadenereignis eintritt, greift sofort die Schadensminderungspflicht. Man hat alles zu tun, um den Schaden zu begrenzen. Nichts, aber auch gar nichts haben die EVUs damals in dieser Hinsicht unternommen. Vielleicht aus Angst vor der eigenen Courage, vielleicht aber auch aus Furcht vor dem Zorn der Verbraucher, die der Kernenergie den Rücken kehren wollten. Zusammenfassend, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann festgehalten werden, die Bundesregierung hatte das Moratorium am 12. März ohne Beteiligung der Länder bereits beschlossen. Der Bund hat die Sachkompetenz übernommen und einen einheitlichen Vollzug bestimmt. Die Länder haben es alle in gleicher Weise umgesetzt, im Auftrag des Bundes, und die EVUs haben dies akzeptiert. Und in dieser Frage, meine Damen und Herren, sollten wir in Hessen
an einem Strang ziehen, auch um unsere Rechtsposition gegenüber den EVU nicht zu schmälern. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Ich stelle fest, trotz der Unterbrechung war das sehr diszipliniert innerhalb der Redezeit. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Rock für die Freien Demokraten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am Anfang, als ich den Setzpunkt der LINKEN gesehen habe, wusste ich gar nicht, was ich denn da jetzt 10 Minuten genau sagen soll zu dem Antrag, weil die Auswertung, die kommt erst noch. Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht kommen noch weitere Zeugen dazu. Also, ich war ein bisschen irritiert, was denn die Zielrichtung des Antrags sein soll. So in der Debatte ist mir so langsam klar geworden, in welche Richtung sich das hier entwickelt, sondern es geht darum, was ist denn eigentlich mit Ministerpräsident Bouffier? Also, was sagt er denn eigentlich dazu, dass Frau Merkel und der für seine einfühlsame Rhetorik bekannte Kollege Schmidt hat es ja beschrieben, dass es da einen Dissens gibt in den Aussagen aus dem Untersuchungsausschuss zwischen dem, was Frau Merkel, Herr Röttgen und jetzt fällt mir der Name des Mitarbeiters, der dabei war, nicht mehr ein. Ja, Hennenhöfer, genau, der dabei saß, und dem, was eben der Ministerpräsident bei uns zu Protokoll gegeben hat. Da gibt es einen klaren Dissens. Und jetzt hätte ich mir gewünscht, na ja, vielleicht kann man das einfach einmal aufklären. Das ist die Zielrichtung des Antrags, und das ist, glaube ich, legitim. Mal vermute, dass es die Zielrichtung des Antrags ist. Das aufzuklären ist legitim, und das wäre natürlich für uns alle sehr interessant, auch bei der Frage, der weiteren Frage der Auswahl von möglichen weiteren Zeugen. Weil wenn natürlich der Ministerpräsident sagen würde, ja, Frau Merkel hat das richtig in Erinnerung, also sie hat ja ausgeführt, dass sie dass das Thema Schadensersatz überhaupt keine Rolle gespielt hat, und ich habe das irgendwie, ist mir das falsch in Erinnerung gekommen, dann wäre es ja einfach aufgelöst. Wenn aber jetzt der Ministerpräsident eben nicht als Märchenerzähler dastehen will, sondern das ist jetzt jedenfalls nicht als jemand dastehen will, der irgendwas sozusagen völlig aus der Luft gegriffenes erzählt und das auch zu Protokoll im Untersuchungsausschuss gegeben hat, dann ist natürlich die Frage, muss man die anderen Minister oder die anderen Teilnehmer dieser Sitzung noch nachladen, und muss man noch einmal sich einen Überblick verschaffen, was ist denn mit all den anderen, die da waren, ob die alle die gleiche Erinnerung haben wie die, sage ich jetzt mal, zumindest im Interesse verbundenen Kollegen aus der Bundesebene. Und das wäre natürlich schon noch einmal interessant gewesen bei der Frage, wie man mit dem Ausschuss weiter umgeht. Vielleicht erfahren wir ja noch einmal aus den Medien irgendwas im Nachgang zu diesem Setzpunkt, weil das, denke ich, so ganz interessant sein könnte für uns. Ich meine, alles andere, was wir bis jetzt im Untersuchungsausschuss herausgefunden haben, war für die war nach den ersten Sitzungen schon keine völlige Überraschung mehr. Die Frau Puttrich hat erklärt, sie hat das alles entschieden, auch wenn sie sozusagen in den wichtigen Stunden ins Flugzeug sich gesetzt hat und irgendwo anders hingeflogen ist. Aber sie hat die Verantwortung zumindest für die Entscheidung übernommen. Der Ministerpräsident hätte nichts zu tun damit, hat die Frau Puttrich gesagt, nach mehrmaligen Nachfragen. Dann ist zu Recht von Herrn Bellino ausgeführt worden. Richtig spannend wird es, wenn es über die bis jetzt entstandenen Kosten natürlich noch zu großen Nachzahlungen kommen würde. Für den Steuerzahler übrigens egal, ob das aus Steuermitteln aus Berlin oder aus Wiesbaden bezahlt wird. Ärgerlich, aber für den Steuerzahler erst einmal irrelevant, für uns hier im Hessischen Landtag natürlich nicht. Natürlich hier im Hessischen Landtag ist das nicht irrelevant. Und von daher ist es natürlich schon nicht unerheblich. Was der Untersuchungsausschuss bis jetzt gezeigt hat, war, dass zwischen den Verwaltungsebenen in Berlin und in Wiesbaden schon ein nicht mehr nachvollziehbares aneinander vorbei reden, schreiben, telefonieren stattgefunden hat. Und wir haben ja auch von den Rechtskundigen den Hinweis bekommen, dass, wenn beide Seiten sagen, es hat keine Abwägung stattgefunden, das ist natürlich für den,
der sozusagen gegen diesen Beschluss klagt, ist natürlich relativ einfach, ist vor Gericht, wenn jeder sagt, ich habe nicht abgewogen, ich habe nicht abgewogen. Naja, und dann hat man natürlich schlecht eine Chance, noch irgendwie bestehen zu können. Und wenn man sich so seltsam auf Verwaltungsebene verhält, ist es natürlich zwingend, dass er am Ende RWE gewinnt. Und was natürlich der Untersuchungsausschuss auch noch zutage gefördert hat, und das war für mich zumindest als Abgeordneter, der noch nicht so lange hier ist, ist natürlich schon interessant gewesen, dass man anstatt die Genehmigungsbehörde anzuschreiben und zu erklären, ich möchte mein Kraftwerk wieder anlaufen lassen, man stattdessen Brief in die Staatskanzlei schreibt, was nicht das klassische Verwaltungshandeln ist. Und dass man dann noch mitbekommt, dass über so wichtige Entscheidungen in Privathäusern von, sage ich mal, jetzt Vorstandsvorsitzenden sich der Minister aus dem Bundeskanzleramt einfindet und über die Auswirkungen eine Abschaltung der Atomkraftwerke diskutieren will, oder die Netzstabilität war es genau. Das waren natürlich auch interessante Erkenntnisse. Aber Frau Merkel hat uns ja gesagt, sie hat davon nichts gewusst. Und damit natürlich auch schwer, wieder einen neuen Strang da aufzumachen, um das genau zu erkunden. Aber dass das alles irgendwie so klassisches Verwaltungshandeln gewesen wäre, kann man, glaube ich, ausschließen. Wobei man immer wieder auch, und das hat natürlich Herr Bellino auch zu Recht gesagt, wir in einer besonderen Situation waren, wo man auch nicht das klassische Handeln erwarten konnte. Aber warum ist es dann im Nachgang nicht zu einem klassischen Verwaltungshandeln gekommen? Warum hat man die Anhörung nicht nachgeholt? Warum hat man nicht im Nachgang direkt geklärt, wie waren die Verantwortlichkeiten, lange bevor nachher man einen Rechtsstreit verloren hat? Für uns ist es sehr bedauerlich, dass sozusagen womöglich große Kosten auf uns alle noch zukommen. Aber ich glaube, man kann hier das Ergebnis des Untersuchungsausschusses noch nicht vorwegnehmen. Es wäre interessant gewesen zu erfahren, wie steht Volker Bouffier zu den Ausführungen von Angela Merkel, die immerhin an dem Tag und in dieser Phase diejenige im Raum war, die die größte Sachkenntnis über diesen Vorgang hatte, weil Angela Merkel 5 Jahre lang Fachministerin war im Bund und jedenfalls auch noch jede Menge Verfahrenskenntnisse hatte, weil sie ja mit Bundesländern zu tun hatte, die sich Atomenergie nicht sehr positiv gegenübergestellt haben und sehr wohl wusste, sozusagen, was Weisungen sind und wie man mit Bundesländern umgeht. Sie war deutlich wahrscheinlich stärker in dem Thema drin als der erst 2 Jahre im Amt befindliche Norbert Röttgen, der vorgetragen hat. Also, dass das alles dazu sozusagen beigetragen hat, an dem Tag nicht über Schadensersatz zu sprechen, das kann man schon noch einmal intellektuell hinterfragen. Aber ich glaube, es wäre jetzt erst einmal dem Ministerpräsidenten zu erklären, ob er bei seiner Aussage bleibt oder nicht. Weil wenn er dabei bleibt, dann müsste man womöglich im Interesse des Landes Hessens noch einmal nachfassen, ob andere Teilnehmer an der Sitzung andere Erinnerungen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Weitere Wortmeldungen habe ich nicht. Spricht jemand für die Regierung? Nein, offenkundig. Also sind wir am Ende der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Und wir stimmen ab zunächst über den Entschließungsantrag. Meine Damen und Herren, bitte ein bisschen mehr Ruhe, wenigstens jetzt bei der Abstimmung. Wir stimmen ab als erstes über den Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend rechtsfehlerhaftes Atommoratorium, sich widersprechende Aussagen von Ministerpräsident Bouffier und Bundeskanzlerin Merkel, Drucksache 19-2650. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind DIE LINKE und die SPD. Gegenstimmen? Die anderen drei Fraktionen. Damit ist der Antrag mit der Mehrheit von CDU, GRÜNEN und Freien Demokraten gegen die Stimmen von SPD und LINKEN abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 83, Drucksache 19-2692, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Respekt vor der Arbeit eines laufenden Untersuchungsausschusses. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU und DIE GRÜNEN. Gegenstimmen die anderen drei Fraktionen. Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen gegen die Stimmen des Rests des Hauses. Und damit sind diese beiden Tagesordnungspunkte ebenfalls erledigt.